So, ihr Süßen. Da bin ich wieder. War eine gute Länge. Machen wir weiter. Gut. Währenddessen hat mein Controller noch ein paar Minuten geladen. Spreche jetzt mal mit Poppy. Na, ja, lass mich hier rein. So, Poppy, wo ist denn dein großer Kriegshammer, du kleine Jordel? Das ist anders als unser letzter Ausflug. Erinnere mich nicht. Der Gedanke an das Zelt bringt mich immer noch zum Kochen. Ich habe über diese armen Drachen im Kampfring nachgedacht. Oha. Die Halsbänder, die sie trugen, sie schienen aus Koboldsilber zu sein. Ich glaube, wir haben so ein Halsband in diesem Wildererlager gefunden. Ich habe noch nie erlebt, dass Wilderer so etwas benutzen. Der Drache, der meine Kutsche angegriffen hat, trug ein Halsband. Und Professor Fake war verblüfft von seinem Verhalten. Dieser Angriff kam mir immer ein wenig seltsam vor. Er kam scheinbar aus dem Nichts. Willst du etwa andeuten, dass die Halsbänder die armen Geschöpfe kontrollieren? Ganz genau. Bei Merlin. Ich glaube nicht, dass der Drache, den wir befreit haben, ein Halsband trug. Aber wir sollten nachsehen. Und wir sollten das Ei zurückgeben. Auf jeden Fall. Wir müssen uns darum kümmern. Ich werde mich sofort damit befassen. Da wäre noch etwas. Ich wollte es vorher noch nicht ansprechen. Wegen mir hast du jetzt anscheinend mehr Ärger mit Victor Rookwood. Warum ist er hinter dir her? Rookwood arbeitet mit Ranrock zusammen. Und der will etwas, das ich bei Gringotts gefunden habe. Fick hatte einen Portschlüssel, der uns nach dem Angriff dorthin brachte. Es ist eine lange Geschichte, aber Fick bat mich, sie vorerst für mich zu behalten. Meine Güte. Das wirft sicherlich etwas Licht auf das, was wir im Zelt gesehen haben. Ich werde dein Geheimnis hüten, als wäre es mein eigenes. Ah, oh, das ist süß von dir. Ich werde nicht nach Einzelheiten fragen. Eigentlich muss ich auch los. Ich würde den Drachen gern so schnell wie möglich aufspüren. Ach, die Poppy. Ich sage Bescheid, wenn ich weiß, wo sie ist. Ja. Die Poppy ist schon eine ganz knuffige. Ja, ich dachte, wir machen jetzt hier eine große Quest weiter, aber scheinbar... Oh, Talente. Entwaffnungsfluch. Rückstoßfluch. Flipendo hat auf demselben Effekt wie ein Fluch. Verfluchten Zielen wird erhalten alle verfluchten Ziele. Oha. Ja, komm, machen wir jetzt mal Haupttalent hier fertig. Raum der Wünsche. Was macht der denn? Das Effekt ist Fokusstrang Stärke, Donnerbräusch Stärke, giftig. Ah, okay. Maxima-Trank Stärke. Das ist vielleicht auch nicht verkehrt. Ah ne, Mega-Power-Trank. Dünger. Für jeden geworfenen chinesischen Kaukohl benutze ich tatsächlich Unsichtbarkeitstrank Stärke, Endurus-Trank. Ne, das ist alles nicht so geil. Depulso-Beherrschung, Glacius-Beherrschung ist vielleicht gar nicht schlecht. Beim Treffer auf einem mit Gladius eingefrorenen Gegner werden schädliche Splitter vom Ziel ausgestoßen. Oh, das sieht gut aus. Sammlungen, Aufträge. Guck mal, was haben wir denn hier noch für einen Auftrag? Schatten der Ernte.
Sprich mit Sebastian in der Krypta. Schon wieder? Ach, Sebastian, mein Guter, das nimmt kein gutes Ende. Sie können sich ja gar nicht vorstellen, wie umständlich das Reisen vor Flohpulver war. Ach, meine Gute, das glaube ich. Aber solange wir dich haben und du das machst, sind wir guter Dinge. Kein Problem, Evangeline. Ich habe mich gerne um deine Glocken gekümmert. Oh mein Gott, dieser Joke wird mich in der gesamten Aufnahme jetzt verfolgen. Immer, wenn die mich anspricht. Ja. Komm, den Joke muss man feiern. Hast du meinen Onkel gesprochen? Ich wünschte, ich hätte bessere Nachrichten von deinem Onkel und Anne. Und? Was hat er gesagt? Ich fürchte, er will dich nicht in der Nähe von Feldcroft. Oder Anne. Ich musste verhindern, dass der Kobold meine Schwester tötet. Er wollte mir meinen Zwilling nehmen. Wenn er denkt, dass ich Anne dadurch aufgeben werde, irrt er sich gewaltig. Er hat auch gesagt, er könne den Einsatz von schwarzer Magie nicht dulden. Sollte er hören, dass wir sie benutzen, geht er direkt zu Professor Black. Dieses Relikt, schwarze Magie oder nicht, wird Anne retten. Den Fluch umkehren. Ich werde Anne nicht verlieren. Ich schicke Anne das Wappen. Dann weiß sie, dass wir uns treffen müssen. Ich kann dir nicht ganz folgen. Ach nichts, nur ein Gedanke. Jetzt bin ich fest entschlossen, die Macht dieses Relikts aufzuspüren. Dann warte ich, bis ich von dir höre. Danke. Ich weiß es sehr zu schätzen, dass du mir bei all dem zur Seite stehst. Meinst es nur gut, aber ich schicke eine Eule, wenn ich mehr weiß. Ich habe das Gefühl, dass das vielleicht auch vielen dunklen Magiern so wurde. Vielleicht hat ja auch der, dessen Name nicht genannt werden darf, so ein gewisses Problem. Reveli. Frage ist, machen wir jetzt einen weiteren Auftrag oder nicht? Besorgt einer Mutter. Sprich mit Nettie vor dem... Ja, das machen wir. Komm, wir machen ein paar Nebenaufgaben. Ist ja jetzt nicht so, dass wir uns jetzt irgendwie durch die Dingsbums kloppen müssen. Tja, ich habe das Gefühl, dass viele schwarze, talentierte, dunkle Magier vielleicht aus einer ähnlichen Liebe handelten. Um jemanden zu retten. Und dann aus purer Verzweiflung vielleicht das Falsche getan haben. Aber das ist doch oft so, dass das Dunkle dir gute Besserungen verspricht. Um dich natürlich zu locken. Aber am Ende stellt sich das wahrscheinlich so frustrierend. Als schlimmer heraus. Du wolltest mit mir sprechen, Mutter? Ich hatte gehofft, allein mit dir zu sprechen, Natsai. In der Nachricht hast du erwähnt, dass ein ungewöhnliches Wesen im Wald nahe Hogsmeade dir Sorgen macht. Das hätte alles sein können. Du weißt, was es war, Natsai. Ich darf das Schloss verlassen. Ich bin auch immer vorsichtig, Mutter. Vorsichtig? Officer Singer ist anderer Meinung. Sie schickte mir eine Eule, dass du versuchst, irgendwelche Beweise gegen schwarze Magier zu sammeln. Sie hat mich getadelt, weil ich nicht besser auf dich Acht gebe, und sie hat recht. Ich will, dass du Hogsmeade bis auf Weiteres fernbleibst. Aber Mutter! Meine kleine Gazelle,
Du hast gute Absichten, aber du darfst dich nicht mit gefährlichen Leuten anlegen. Wenn jemand sich in Matabeleland eingemischt hätte, wäre Vater noch bei uns. Ich muss zum Unterricht. Vielleicht kann dein Freund dich ja zur Vernunft bringen. Das ist so frustrierend. Ach, was soll ich sagen? Sie hören einfach nie zu. Das machen wir mit der immer. Kleine Gazelle genannt. Ist das ein Kosename in eurer Heimat? Der gilt nur für mich. Ich bin das ungewöhnliche Wesen in Hogsmeade, von dem sie sprach. Selbstverwandlung wird in Hogwarts nicht gelehrt. Deshalb schrecke ich etwas davor zurück, sie zu praktizieren. Aber ich bin eine Animaga. Und in meiner Gazellengestalt konnte ich bisher immer frei das Hochland durchwandern. Sehr zum Ärger meiner Mutter. So konnte ich Rookwood und Harlow ausspionieren. Wurdest du als Animagus geboren? Oder hast du es erlernt? Animagi werden nicht geboren. Der Prozess ist kompliziert. Man muss ein Alraunenblatt einen Monat lang im Mund herumtragen. Dann legt man das Blatt in eine Kristallfiole, um es dem Mondlicht auszusetzen. Was? Danach fügt man eines seiner Haare bei. Und das ist erst der Anfang. Das probiere ich aus. Selbstverwandlung ist in Ouagadou unter Schülern alltäglich. Aber Professor Weasley findet sie zu gefährlich, um sie in Hogwarts zu lehren. Kannst du auswählen, welche Gestalt ein Animagus annimmt? Nein, die Animagus-Gestalt eines Menschen hängt von seiner Persönlichkeit ab. Meine Mutter meint, dass ich mich in eine Gazelle verwandle, weil ich so anpassungsfähig bin. Ich glaube, es liegt daran, dass ich Gefahr wittern und die Nerven behalten kann. Ich wäre bestimmt ein Spektralschwein. So eine abgemagerte, fette Wutz. Wie fühlt es sich an, sich in ein Tier zu verwandeln? Naja, am Anfang war es ziemlich anstrengend. Ich verspürte stechende Schmerzen und das starke Pochen zweier Herzen. Aber von Mal zu Mal wird es leichter. Ich verspüre keine Schmerzen mehr und finde den zweifachen Herzschlag sogar ganz angenehm. So, als hätte ich eine Wurz von innen in die Organe geschissen. Aus einer anderen Perspektive. Jetzt ergibt der Spitzname Sinn. Was für eine außergewöhnliche Fähigkeit. Und ob? Ich liebe das Verwandeln. Aber Mutter ist davon nicht so begeistert. Sie findet kein Wesen, vor allem kein so seltenes wie eine Gazelle, sollte in einer Gegend herumstreuen, in der so viel gewildert wird. Sie sagt, sie habe ein Unglück vorhergesehen, das mir in Gazellengestalt widerfährt. Aber sie nutzt ihr inneres Auge zu oft, um mich zu kontrollieren. Ich glaube ihr nicht mehr. Das ist immer so. Weißt du, wenn du eine Sache hast, um etwas hervorzurufen, das ist aber menschlich, dann machen die Menschen das. Zum Beispiel eine Argumentation, eine Entschuldigung, eine Ausrede, womit du mit Dummheiten durchkommst. Dann wird sie so lange benutzt, bis sie die Wirkung verliert. Und ja. Was mache ich denn? Na komm. Wir machen Fortschritte. Wir können nicht aufhören. Stimmt. Ich habe nie ans Aufhören gedacht. Keinen Augenblick. Komm zu bösen Seite, Nettie. Als du erfahren hast, dass Rookwood, Harlow und Ranrock hinter dir her sind. Aber das bist du nicht. Die mach ich platt. Und ich werde auch nicht fliehen. Ich muss Rookwood und Harlow erledigen. Ich verstecke mich nicht. Meine Mutter kann nicht immer wissen, wo ich bin. Aha. Danke, dass du bei diesem eher unangenehmen Gespräch dabei warst. Ach, Nettie. Mach ich doch gerne, Mädel, hä? Ne, lässt mich da eiskalt stehen. Ich hinterfrage das jetzt mal nicht. Alles klar bei dir? Soll ich dir helfen? Ich helfe dir mal. Okay. Oh mein Gott. Da theatralische Schlüssel. Nee, ich kann Besen reiten, kann ich vergessen. Ja, mach mal. Eieiei. Warum bin ich so müde? Machen wir hier mal weiter. Ich muss mit Professor Fick sprechen. Mit Fick, dem Dick. Das findet die Nettie nicht so schick. Das hört sich so falsch an. Warum hat er den Professor überhaupt so genannt?
Ja, ich dachte, ich könnte hier ein bisschen eine Abkürzung machen, aber... Gedenkt wohl ein wenig zu. Ich renne an dir vorbei und du sagst, ich gedenke zu ruhen. Ist klar. Oh je, Ladebildschirm. Zum Glück gibt es keine Ausdauer hier in Hogwarts. Am Anfang war das mit den Schulkursen noch ganz lustig, aber jetzt irgendwie hat das so ein bisschen nachgelassen. Professor Fick. Dem seiner Nase passt auch zu seinem Namen. Ich schlaf bei dir auf dem Boden, alter Mann. Das ist mein Professor Fick. Ich kenne jetzt den Ort der nächsten Prüfung. Hat sich etwas geändert? Lodgok und ich haben erfahren, dass die Kobolde nach einem weiteren Behältnis suchen. Wie dem auf Schloss Rookwood. Außerdem bauen sie riesige Bohrer, die ihnen bei ihrer Suche helfen sollen. Professor Fitzgerald sah sehr besorgt aus. Verstehe. Ranrock weiß offensichtlich mehr als gedacht. Und Sir, da ist noch etwas. Lodgok kannte Miriam. Er kannte Miriam? Sie sind sich auf Schloss Rookwood begegnet. Sie hat dort geforscht und den Behälter mit dem Portschlüssel gefunden. Er mochte sie so sehr, dass er sie damit gehen ließ. Entgegen Ranrocks Befehl. Da fehlen mir die Worte. Sie konnte wirklich sehr überzeugend sein. Darüber muss ich mehr wissen. Ich würde gerne mit Lodgok direkt sprechen, aber jetzt ist keine Zeit dafür. Wo ist die nächste Prüfung? Ob Sie es glauben oder nicht. Im Büro des Schulleiters. Unglaublich. Nun gut, Sie brauchen das Passwort, um am steinernen Wasserspeier vorbeizukommen. Der Hauself des Schulleiters kennt es. Ich kenne den Hauselfen des Schulleiters nicht. Wird er überhaupt mit mir sprechen? Er ist sicher sehr loyal. Das ist er. Sie müssen sich verkleiden. Ich habe genau das Richtige. Einen Vielsafttrank. Damit gleichen Sie Professor Black bis aufs Haar. Aber braucht man für den Vielsafttrank nicht etwas von der jeweiligen Person? Und dauert er nicht ewig? Ganz recht. Woher haben Sie den Vielsafttrank, um sich in Professor Black zu verwandeln? Man weiß nie, wann man so etwas gebrauchen kann. Sagen wir einfach, ich hatte nach meiner erfolglosen Reise zum Ministerium das Bedürfnis, auf alles vorbereitet zu sein. So, die Zeit also, drängt. Trinken Professor Sie, dann erkläre ich Ihnen alles Weitere. Mit deiner Nase zum Dick. Wie fühlen Sie sich? Oh, unglaublich. Den Geschmack vergesse ich nicht so schnell. Wie klinge ich? Überzeugend. Ich habe Ihre Gewänder noch etwas angepasst. Ach so, ich dachte, jetzt mit den Schmerzen. Wie schon erwähnt, benötigen Sie das Passwort von Scrope. Der könnte überall im Schloss sein. Suchen Sie am besten nach Professor Kogawa. Sie liegt dem armen elfigen Quidditch in den Ohren, da sie hofft, er könne Black davon überzeugen, seine Meinung zu ändern. Bislang ohne Erfolg. Verstehe. Und was, wenn Professor Black mich sieht? Überlassen Sie das mir. Ich sage ihm, dass wir in Hogsmeade eine Kontaktperson des Ministeriums treffen sollen. Das verschafft Ihnen ausreichend Zeit. Danke, Professor. Wir sehen uns bestimmt in der Kartenkammer. Dankbarkeit aus Professor Blacks Mund zu hören, ist ungewöhnlich. Wir sehen uns dort. Okay, das ist funny. Ich muss den Hauselfen des Schulleiters finden. Oh, wei. Zum Glück habe ich die Karte. Ich bin da. Warten Sie einen Moment, Professor. Oh nein. Professor, ich hatte gehofft, Sie zu erwischen. Oh, ich habe zu tun, Professor Sharp. Viel zu tun. Natürlich, Sir, aber Sie hatten mich nach einem bestimmten Trank gefragt und ich, nun ja. Was? Ach ja, nun, heraus damit, Sharp. Ich habe nicht den ganzen Tag Zeit. Wir sollten das wohl besser nicht hier besprechen, Sir. Ach ja?
Warum können wir hier nicht über Tränke reden? Scheint mir in Ordnung. Nun gut, ich habe Ihren Heiltrank gegen Furunkel gebraut. Ich bringe ihn bei Gelegenheit vorbei. Sicher, ja. Kein Grund zur Geheimniskrämerei. Schicken Sie einfach einen Schüler damit los. Einen Schüler? Sicher, Sir. Wie Sie meinen. Das tue ich. Und danke, Sharp. Hoffentlich haben Sie auch genug für mich gebraut. Nun geht es darum, welcher Schüler diese unrühmliche Aufgabe erhält. Das nennen Sie glänzende Stiefel? Das geht besser. Fast täglich frage ich mich, warum ich die Ernennung durch das Ministerium annahm. Ich dachte, ich hätte den Schulleiter gehört. Gegen Furunkel. Oh mein Gott, ekelhaft. Das war ein Tritt in Blacks Nüsse, der wird so sauer sein. Wenn ich sehe, was in diesen Hallen als Magie durchgeht, dann traue... Schulleiter? Hier? Was will er bloß? Mr. Gaunt, wo wollen Sie denn hin? Verzeihung, Sir. Ich war nur auf dem Weg nach draußen. Sie nehmen sich den Tag frei, was? Typisch Schüler, vergeuden immer so viel Zeit. Ich muss einen Aufsatz über Diptam und seine Verwendung schreiben und wollte zum Gewächshaus. Ah ja, gemischt mit Bubotubler-Eiter ergibt es eine feine Schnurrbartpaste. Ja, finden Sie nicht auch? Geht es Ihnen gut, Sir? Sie wirken etwas neben sich. Ich bin kerngesund, Gaunt. Wenn ich eine medizinische Diagnose brauche, gehe ich ins St. Mungo Hospital. Ich glaube, ich sollte hier niemanden ansprechen. Mit Professor Blank stimmt etwas nicht. Professor, auf ein Wort? Professor Black, wie bereits gesagt, Sie können Ihre Entscheidung zu Quidditch immer noch überdenken. Wir könnten immer noch die Auswahl und eine verkürzte Saison haben. Das wäre besser als gar keine. Aber die Verletzung, Madame Kogawa? Professor, so einige Schüler haben hier schon einen Klatscher an den Kopf bekommen. Ich behaupte, das hat Ihnen Vernunft eingebläut. Und Ihnen geht's gut. Dass es jemand Reinblütiges war, nun ja, das ist noch lange kein Grund... So ein Unsinn, die Gesundheit von Schülern wegen eines albernen Spiels zu riskieren. Ein albernes Spiel? Manchmal sind Sie wirklich unmöglich. Sir, ich würde nur zu gern an die Abteilung für magische Spiele und Sportarten schreiben. Gute Idee. Ich kann Ihnen auch Pergament geben, falls nötig. Wo ist mein Elf? Pergament? Gut, das werde ich mit Vergnügen. Und ich habe Scrope in der großen Halle entdeckt. Er scheint mich zu meiden. Warum wohl? Guten Tag, Madame Kogawa. Und haben wir ihn als Schulleiter verdient? Hallo, ich meine, aus dem Weg, Kinder. Ich finde es ja jetzt gerade richtig lustig. Wir können hier wirklich... wir können hier als Professor Black wirklich Scheiße bauen. Aha. Der hat also Quidditch verboten, weil es offensichtlich... Ich hoffe, ich habe nichts falsch gemacht. Miss Broom, auf ein Wort. Oh, Professor, das ist ja eine Überraschung. Es heißt übrigens Bloom. Was war noch gleich Ihr Spezialgebiet, Broom? Die ZAGs rücken immer näher. Zauberkunst, Sir. Ungesagte Zauber. Vielleicht lässt mich ja einer verschwinden. Immer dranbleiben, Broom. Und Sie werden so unsichtbar wie dieser neue Fünftklässler. Er ist nicht unsichtbar, Sir. Hab ihn bei der Bibliothek gesehen. Hat mir sogar mit meinen, schweren Büchern geholfen. Apropos unsichtbar. Wo ist mein verdammter Hauself? Okay. Mit dem Schulleiter scheint irgendwas nicht zu stimmen. Unsichtbar, wie der neue Schüler. Er ist nicht unsichtbar. Da kann man ja... Ah, ich kann nicht zaubern. Ah, ist doch scheiße. Kauen mit offenem Mund? Wo sind Ihre Manieren? Oh nein. Professor, ich muss Sie wirklich sprechen.
Hallo, Professor Black. Ah, Professor Weasley. Wie, schön, Sie zu sehen. Sir? Ah, da Sie schon mal da sind, könnten wir, uns über Professor Fig unterhalten? Oh, also gut. Ich habe mich entschlossen, ihm etwas mehr, Spielraum zu lassen. Spielraum, Professor? Ist das wirklich so klug? Ich mache mir Sorgen um seine Schüler. Er ist so selten da. Ah, nun, er kümmert sich für mich um Ministeriumsangelegenheiten. Verstehe. Aber, Sir, ich mache mir Sorgen, weil unser Neuzugang der 5. Klasse so viel Zeit fern des Schlosses verbringt. Angeblich für Professor Fig. Ich habe beunruhigende Gerüchte über diverse Eskapaden gehört. Vom Betreten des verbotenen Waldes bis hin zum Kampf gegen Renrocks Anhänger und Rookwoods Leute. Was? Meine Güte, Sie dürfen nicht alles glauben, Professor. Nein, 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 das dürfen Sie nicht. Ich meine, ich behalte Fig im Auge. Machen Sie einfach so wunderbar weiter wie bisher. Einfach wunderbar. Danke, aber ich gehe dem gerne mal nach. Gut, gut, das wäre alles, Weasley. Ich meine Professor Weasley. Guten Tag. Wunderbare Arbeit. Spielraum für Professor Fig. Okay, das war echt lustig. Das sollte Professor Fig Zeit verschaffen. Oh mein Gott, ich habe jetzt so Hunger. Oh, wenn der Meister sieht, welch wundervolle Arbeit Scrope leistet. Scrope! Ich grüße Sie, Meister. Wie war noch gleich das Passwort für mein Büro? Oh. Aber der Meister ließ Grope schwören, es keinem zu sagen. Nicht mal dem Meister selbst. Wie kannst du es wagen, mich in Frage zu stellen? Gleich setzt's was. Ja, Sir. Natürlich, Sir. Grope bittet um Vergebung. Es ist das Familienmotto der Blacks, Meister. Ja, natürlich. Der Meister erinnert sich doch sicher. Es lautet, stets reinblütig, nicht wahr? Knapp, Meister. Scrope denkt, dass der Meister Scrope testet. Es ist stets reinblütig. Selbstverständlich. Aber auf Französisch, wie der Meister weiß. Ja, natürlich. Ich will, dass du es für mich aussprichst. Der Meister weiß, dass Scropes Französisch hundsmiserabel ist. Oh, wei. Na gut. Toujours pur. Ha! Danke. Und sprich nie mit mir oder sonst wem über diese Unterredung. Natürlich, Sir. Scrope wird sich bemühen, dem Meister aus dem Weg zu gehen. Oh. Okay. Der Vielsafttrank lässt nach. Ich sollte lieber verschwinden. Habe ich gerade geröpst? Oh. Ups. Okay, das war lustig. Gerade so geschafft. Der Trank lässt nach. Fig hatte recht. Es hat wirklich geklappt. Das ist echt lustig. Und nun mit dem Passwort zum Wasserspeier. Na gut. Ich habe keine Ahnung, wie lange wir schon aufnehmen. Ich habe vielversprechende Neuigkeiten über den Verbleib unserer Hebridenfreundin und wohin wir hier, du weißt schon, was bringen können. Triff mich am Dorfplatz von Hogsmeade. Marma und Sebastian? Wir sollten mit den Freunden von Mr. Bickle sprechen. Ich glaube, ich kann mich von zu Hause davonschleichen. Wir treffen uns in der Nähe von Hogsmeade und überlegen uns einen Plan. Alles klar. Okay, mein Let's Player-Trank lässt nach. Ich muss eine Pause machen. Macht's gut. Tschüss.